Ja, hallo und herzlich willkommen zu Platz 99 meiner Bottom 100 oder Bottom 100 Liste. Heute mit dem wunderbaren Film Der Fluch von Darkness Falls. Ein Horrorfilm aus den frühen 2000ern. Der, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der wirklich irgendwie bekannt geworden ist. Ich habe den noch nie bei irgendeiner die besten Horrorfilme-Liste oder sowas gesehen oder generell großartig Reviews darüber. Ich habe den damals beim Fantasy Filmfest gesehen und fand den eigentlich ziemlich gut. Und wie das halt so ist, im Kino wirkt halt manchmal ein Film richtig toll und dann habe ich ihn mir auf DVD geholt und da noch ein, zwei Mal gesehen und ja, den, man sieht halt, ich habe ihn halt auch noch auf DVD und noch nicht auf Blu-ray getauscht. Ich weiß gar nicht, ob es davon überhaupt eine Blu-ray gibt. Aber bei dem ist es mir auch nicht wichtig. Deswegen ist er ja auch in der Bottom 100-Liste. So, worum geht's? Es geht, diesmal weiß ich es. Es geht um einen jungen Mann, der, okay, seinen Namen kenne ich jetzt nicht. Moment. Also eigentlich einen Jungen. Es gibt ja in Amerika oder im Amerikanischen diese Legende, also wenn Kinder Zähne verlieren, dann sollen sie die unters Bett legen und dann kommt nachts die Zahnfee, nimmt die Zähne weg und lässt halt Geld da. Und so ist es halt auch hier bei einem Jungen. Und die Eltern sagen ihm, dass er halt nicht gucken soll, wenn die Zahnfee kommt, sonst passiert was Böses. Und wie das halt so ist, natürlich guckt er und es kommt wirklich die Zahnfee. Also im Allgemeinen sind das ja die Eltern, aber in dieser speziellen Stadt gibt es diese Zahnfee tatsächlich. Und das ist halt so eine hässliche Alte hier, so, ne, so ganz, die irgendwie irgendwas, da ist irgendwie so eine Legende, was sie mit diesen Kinderzähnen macht und bla. Und ja, wenn man die sieht, dann jagt die einen jetzt und will den und will ihn umbringen. Und das kann sie aber nur, solange man sich nicht im Licht befindet. Ne, also halt immer nachts im Schatten. So, und dieser Bengel wächst dann halt auf zu einem erwachsenen Mann. Muss mit ansehen, dass das wirklich stimmte, dass seine Eltern halt irgendwie von ihr weggefangen werden. Und also er hat halt ständig Taschenlampen um sich und schläft halt bei Tag und keine Ahnung was. Also er versucht halt alles dem Schatten sozusagen zu entkommen oder gerade halt der Nacht. Und er muss dann halt irgendwie mal in sein Heimatnest zurück. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, was da jetzt der Aufhänger war, weswegen. Und er kommt halt wieder und naja, trifft halt so alte Bekannte. Und na, dann geht das Ganze halt los und sie müssen sich vor dieser Zahnfee. Ach genau, die wütet halt nur da. Und naja, irgendwie so war das jedenfalls. Jedenfalls, sie müssen sich dann gegen diese Zahnfee wehren und ja. Ich weiß, je öfter ich das Wort Zahnfee sage, desto lächerlicher klingt das auch. Der Film ist gar nicht so schlecht. Also, das ist ja immer so generell das Los, was ich habe, wenn sich Leute bei mir Filme ausleihen, die mich dann immer fragen, ist der gut? Und ich sage, naja, er ist in meiner Sammlung. Also ich finde ihn schon gut genug, sozusagen. Das ist dann immer so. Ja, also wie gesagt, der ist auch nicht schlecht. Er ist halt ja, mehr auf Grusel gedreht, also es ist kein Splatterfilm. Ne? Du hast halt immer dieses Schattenspiel, dass dann urplötzlich so ja, eine Hand rauskommt und irgendwie versucht, die potenziellen Opfer zu greifen. Oder das halt auch tut. Und das Ende des Films ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das ist dann halt irgendwie in so einem verlassenen Leuchtturm. Und da sieht man dann diese Zahnfee mal so richtig deutlich. Und dann schreit die. Und ich weiß noch, damals im Kino, wir haben da gesessen und ich war wirklich, also ich mag es ja eigentlich laut, aber ich war selbst kurz davor, mir die Ohren zu zahlen, weil das so laut war. Es war so wirklich abartig laut. Und das ist auch auf DVD nicht anders. Also das war auch einer der Filme, na gut, der ist von 2003, also da war das Medium ja schon halbwegs etabliert. Aber wo damals auch so hier 5.1-Ton sich mal so richtig gelohnt hat. Ne, jetzt nicht nur, weil es laut war, sondern so generell. Also da ging es ja schon ganz schön zur Sache. Ja, würde mich nicht wundern, wenn es davon eine Fortsetzung gibt. Keine Ahnung, ich habe es nie gesehen. Ich kann halt auch nicht sagen, ob der, wie gesagt, ich
von diesem Film selbst weiß ich jetzt gar nicht so viel, ob der überhaupt in Deutschland im Kino war oder ob der irgendwie so direkt auf DVD erschienen ist damals. Ja, ich sehe ja gerade, dass einige der Leute, die da mitspielen, also eine sogenannte Emma Caulfield, die hat wohl sogar bei Buffy mitgespielt, das ist natürlich eine Spitzenreferenz hierfür ist. Und so, ja. Gut. Was kann man zu diesem Film noch sagen? Das habe ich noch gesagt. Wie gesagt, er ist ja ganz nett, aber wenn man jetzt halt so schon einen Haufen Horrorfilme gesehen hat, dann bietet der einem jetzt halt auch nicht viel Neues. Es ist halt nur mal eine nette Idee, dass es halt nicht jetzt auf Splatter ausgelegt ist, sondern mehr Grusel sein soll. Natürlich dann mit den Mitteln, wie man es heute kennt, dass dann eine Uhr plötzlich irgendwas in die Kamera springt, die Musik laut wird und was weiß ich. So eine Sachen, so das Typische halt. Ja, wahrscheinlich so im Zuge dieser ganzen neuen Grusel-Horrorfilme würde mich nicht wundern, wenn das Ganze hier nochmal irgendwie neu aufgelegt wird. Ist ja schon, wie gesagt, 12 Jahre oder so her, dass der Film alt ist. Das schreit ja für mich nach einem Reboot. Ne? In Hollywood ist man da ja immer gleich schnell mit zur Sache. Ja. Gut. Tja, das wäre es auch für heute schon wieder gewesen. Wir sehen uns wieder in 3 Tagen und bis dahin bleibt mir immer nur zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ciao.